Hallo und herzlich willkommen zu meinem ARK Survival Evolved Let's Tame It Solo. Ich stehe zwar wieder hier in der Küche, aber heute wollen wir keine Kibbel kochen, sondern wir wollen uns ein Mindwipe Tonic kochen. Denn ich habe einfach mal überhaupt gar keine Engram-Punkte mehr, um das zu lernen, was ich gerne als nächstes lernen möchte. Und das wäre nämlich der Mosa-Sattel. So, wir machen das hier mal an. Ja, und weil mir das jetzt einfach zu lange dauert hier mit dem Grinder, wo man nicht mehr als, da ist es auch schon, wo man nicht mehr als 100 Dinge auf einmal grinden kann. Ja, jetzt dauert mir das eindeutig zu lange. Jetzt möchte ich eben das Mindwipe Tonic benutzen, damit ich dann mal wieder ein paar Engrampunkte freischalten kann. Denn ich möchte einen bestimmten Sattel lernen und der ist ziemlich teuer. Eben den Mosasattel, weil das nächste Tier, was wir uns zähmen wollen, ist der Mosasaurier. So, und dann packen wir mal alles andere weg. Schwupp, schwupp. Und das werde ich jetzt mal hier unten reinziehen. Und dann nehmen wir das mal. Jetzt müssten ja alle unsere Engram-Punkte, genau, wieder zurückgesetzt werden. Und natürlich auch all unsere Stats. So, jetzt wenn ich das Menü aufmache, dann sind das hier die absoluten Grundstats. Und die werde ich jetzt wieder neu verteilen. Also, ich hatte auf jeden Fall, ich glaube, 500 Leben. Ja, jetzt werde ich hier natürlich ganz krank und blutig. Dann hatte ich auf jeden Fall eine ganze Menge Resistenz. Mindestens 30, glaube ich. So. Dann hatte ich mindestens 300 Gewicht. So, Ausdauer kann man auch mal auf 150 erhöhen oder sogar auf 200. Jetzt habe ich noch 7 Punkte, die ich verteilen kann. Ich war ein bisschen schneller im Laufen. So, und jetzt haben wir noch 2. Die gebe ich mir mal beide noch auf Gesundheit. Okay. Und dann wollen wir mal zuerst gucken, den Mosasaurier-Sattel, 60. Den lernen wir und ich glaube, den Plattformsattel, na, eigentlich brauche ich den jetzt nicht unbedingt. So, den haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gelernt. Und dann wollen wir den auch mal herstellen. Den kann man mit Sicherheit nur in der Werkbank herstellen. Sättel, was brauchen wir denn dazu? Wir brauchen 800 Leder, 600 Fasern, 140 Zement, 100 Siliziumperlen und 400 Metall. Ich glaube, 100 Siliziumperlen habe ich noch. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwo Metall zusammenkratzen kann. Ja, hier ist ein bisschen Metall. Hier sind die Perlen und ich glaube, das Metall reicht aber noch nicht. Na? Oh Gott, ich habe immer keinen Platz hier drin. Nehmen wir mal den Sand raus. So, jetzt vielleicht? Nee, wir brauchen immer noch 16 Metall. Ist hier vielleicht noch Metall drin? Bitte, bitte, bitte. Nein, natürlich nicht. Na gut, da muss ich erst noch mal ein bisschen was davon herstellen. So, ich habe jetzt alle Materialien, die wir brauchen, zusammen. Und da wollen wir doch mal den Sattel herstellen. So, den finden wir jetzt natürlich bei Inventar ganz unten. Ja, das dauert. Ne? Je größer die Projekte, desto länger dauert das. Wunderbar, rüste einen Mosasaurus damit aus, um auf ihm zu reiten. So ist das schön, so stelle ich mir das vor. Gut, wir müssen noch ein paar Vorbereitungen anderer Art treffen. Wir brauchen jede Menge Pfeile, so oft wie ich daneben schieße, ja, brauchen wir wirklich jede Menge von den normalen Betäubungspfeilen, weil unter Wasser kann man ja leider nur die Armbrust benutzen. Das heißt, diese hier, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir brauchen auch eine ganze Menge von den Narcotics. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall nochmal, weiß ich nicht, vielleicht 100 Stück herstellen. Also Pfeile an sich habe ich ja, glaube ich, mehr als genug. Und dann stellen wir doch... Ach ja, ich muss es natürlich lernen. Ich habe ja jetzt wieder alles verlernt. Ja, dann stelle ich nochmal 100 Pfeile her und dann schnappen wir uns die Taucherausrüstung und den Basilo und dann kann es auch schon losgehen. So, wir haben unseren Mosa. Ein Männchen 25, ja, da unten, da ist er. Und tja, den möchte ich jetzt natürlich versuchen, irgendwie... machen wir den hier erstmal passiv. Und auf Folgen.
Und jetzt müssen wir versuchen, den hier irgendwie zu beschießen. Ist natürlich immer schwierig unter Wasser, ne? Man trifft ja immer nicht. Also ich treffe ja immer nicht. Sagen wir es mal so, ich will das hier nicht verallgemeinern. Da kommt natürlich schon ein Hai. Können wir jetzt nicht gebrauchen. Nee, ich befürchte, wir müssen die erstmal ausschalten. Ach, immer diese Fans. Los, hau ab. Ja, abhauen. Nee, abhauen, habe ich gesagt. Das gibt's doch nicht. Hallo. Die wollen auf jeden Fall hinten ran, ja? Ihr seht das. Keine Chance, den irgendwie von, dass wir da hinten dran sind. Es geht nicht, aber wir bekommen den auch, wenn er da ist. Ist kein Ding. So, einer, der andere hat sich auch schon eingemischt. Der ist auch gleich Geschichte. So. Okay. Jetzt versuchen wir wieder unseren Mosa zu finden. Ja, da hinten habe ich ihn schon schlängeln sehen. Sind natürlich auch wieder Anglerfische unterwegs. Ich versuche den mal hier oben drauf zu kriegen. Ja, da kommt er nämlich, komm. Da kann er dann nämlich nicht mehr so tief runter. Kommt er? Ja, zögerlich, aber er kommt. Sehr, so ist es schön. Wir müssen jetzt ein bisschen versuchen, hier hinzulocken. Wir sind leider schon so tief, dass wir Schaden bekommen. Kommt er noch? Ja. So, ich glaube, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen auftauchen. Und dann müssen wir versuchen, zu treffen. Hm. Schade. Nicht nur versuchen zu treffen, wir müssen treffen. So. Oh. Los, bevor der wieder weg ist. Das kann auch nicht sein. Ich treffe schon wieder nicht, ja? Ich bin echt so ein Künstler. Das kann echt nicht sein. Los, jetzt mach mal hinne. Der Basilo ist auch einfach irgendwie zu langsam, finde ich. Ich habe dem jetzt so viel immer schön auf Bewegungsgeschwindigkeit geskillt und er ist trotzdem so langsam. Oh, hallo. Triff doch mal. Ich sehe doch, dass der Pfeil trifft. Ich sehe den doch in dem Tier verschwinden. Und wir treffen ihn trotzdem. Oh, schwimmt jetzt in die Höhle? Das ist ja faszinierend. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weil wir ihn da vielleicht irgendwie drin verbacken können. Macht der Mosa sozusagen den Höhlentrick mit uns. Aber wir treffen natürlich trotzdem nicht. Und Gott. Na endlich. Ist ja Wahnsinn. Ist ja unglaublicher Wahnsinn. Ja, endlich haben wir es mal geschafft. So. Sehe ich ihn natürlich wieder nicht. Ah, da ist er. Ich weiß nicht, kriegt er uns hier noch? Ja, Knall. Hat's geklatscht, hat's da. Oh, hau doch nicht ab. Ja, wieder geklatscht. Wir haben ihm eine geklatscht. Jetzt sind wir wieder in seinem Wirkungsbereich. Deswegen dreht er sich jetzt um und kommt zurück. Das heißt, wir müssen ein Stück höher. Schön grün. Hauptsache, er kriegt mich nicht. Oh nein, Basilo. So sehe ich doch nichts. Du darfst gerne hinterher schwimmen. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir müssen mal ein Stück tiefer, damit er sich wieder umdreht. Genau. Hoppla. Jetzt bin ich verrutscht. Oh, wir haben ihn aber noch. Komm, schnell. Schieß. Ja. Nein. Ich hab,
habe jetzt natürlich nicht mitgezählt, ja, wie oft ich den jetzt getroffen bzw. nicht getroffen habe. Ein Stück hoch. Ich habe direkt auf ihn geschossen, ja. Ich habe ihn nicht getroffen. Ja, so ist gut. Ja. Wie viele Schuss werden wir wohl brauchen? Ich weiß nicht. 40, 50 Treffer? Denke ich doch mal. Schätzungsweise. Schön nach oben. Oh, oh, oh. Wo ist er? Da ist er. Ach komm. Pff, wie ich den immer verpasse. Das ist echt nicht zu fassen. Nein! Nicht mich behindern. Behindern ist immer doof. Er flieht. Ich glaube, er flieht. Ich deute das so. Ja, wir sind hier in seinem Wirkungsbereich. Und er sieht uns und er haut ab. Also interpretiere ich das mal als Fliehen. Ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen oben drüber bin, dann beruhigt er sich wieder. Oder? Und wieder nicht getroffen. Traumhaft. Er hat ein blutiges Näschen. Och komm. Das ist wirklich unfassbar. Unfassbar. So, wo ist er hin? Oh, sieht's ich das? Und nervtötende Anglerfische. Sterben, sterben, sterben. Immer sterben. Schön, gut. Ich wollte gerade sagen, das muss ja wohl. Ach nee, nicht absteigen. Anglerfische. Nicht fliehen. Nicht fliehen. Bleib hier. Fisch? Basilo? Basilo? Da. Basilo hier, Basilo da. Er flieht. Jetzt müssen wir ihn ein bisschen einholen. Über seiner Reichweite bleiben. Ja. Oh, bitte, schwimm da in die Wand. Das wäre toll. Oh nein. Puh, gerade rechtzeitig, ja. Gerade rechtzeitig aufgesprungen. Ja, ihr kleinen Mistis. Kommt schon. Was denn? Auf einmal wollt ihr nicht mehr, oder wie? Da, da ist noch einer. Indem man das Maul aufsperrt, ne? So, wo ist jetzt der Basilo hin? Das ist er nicht. Das ist er. Wieder nicht getroffen. Hervorragend. Ich bin ein Künstler. Jetzt dürfte er aber doch ganz gerne einschlafen. Er haut ja wieder ab. Das ist blöd. Wir kriegen den immer, also er ist gerade dabei abzuhauen, ne? Und dann müssen wir irgendwie wieder Zeit schinden. Gegen die Wand. Ich treffe einfach nicht. Ich treffe einfach nicht. Jetzt. Na Wahnsinn. Ich glaube, hier könnten wir ihn kriegen. Na? Ja!
glaube, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn. Basilo, du musst hoch. Ich weiß, es tut mir leid. So. Nee. Ich mache ich mal wieder auf neutral, ja. Nicht, dass hier doch noch irgendwas kommt. Das legen wir weg. Das gibst du mal her. 30. 60. Also so viele brauchen wir bestimmt nicht. Folgt er mir noch? Ja, okay, er folgt mir noch. Aber wir müssen weiter oben bleiben, ja. Das ist nicht gut für unseren Basilo. Nicht gut. Ja, ich weiß, du armes Tier. Ich wollte auch gar nicht, dass du mir folgst. So, hier ist okay, glaube ich. Ah ja, ich glaube, der Mosa hat schon einmal gefressen. So. Das sieht doch gut aus. Ist hier irgendwas? Der Leads. Okay, aber der ist ja an sich harmlos. Gucken wir uns das doch mal an. Bewusstlos, ja, das habe ich mir schon gedacht. Da, er hat einmal gegessen. 100%, 12 Level bekommt er dazu. Er ist jetzt natürlich kein Wahnsinns-Mosa, ne? Das ist schon klar. Ich gebe dem mal 5. So. Ihr seht ja, dass die Bewusstlosigkeit relativ schnell fällt, ja? Da müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen. Die fällt sogar, obwohl ich ihm gerade was gegeben habe. Wahnsinn. So. Und die Werte von dem? 6192 Leben, 560 Ausdauer, sehr schön. 1352 Gewicht, ja, man kann halt auch wieder Platz vorm Sattel drauf machen. 115 Nahkampfschaden, 100% Bewegungsgeschwindigkeit. Gut. Wunderbar. Ja, er ist jetzt, wie gesagt, keine Granate, ja, keine Kanone. Da gibt es deutlich bessere. Also bei mir direkt vor der Base war zum Beispiel einer, der war Level 90. Aber da hätte man über 100 mal treffen müssen. Und ihr wisst ja, wie ich schieße. Ja. Grottig. Ich schieße grottig. Und deswegen, ja, muss das jetzt eben so gehen. Ich habe dem jetzt gebratenes Hammelfleisch gegeben. Ich kann ja mal gucken, ob der hier noch was anderes hat. Was Besseres vielleicht. Ich glaube nicht. Nö, sieht nicht so aus. So, ich setze mich mal drauf. Da fühle ich mich dann doch irgendwie besser. Ja, und jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Es ist bald geschafft. Inzwischen zeigen sie ja hier das Taming auch in Prozent an. Und so knapp 5%. Ich glaube, es sind genau 4,7. Also es kann sein, dass er jetzt bei 99,9 stehen bleibt. Also was heißt stehen bleibt? Dass er halt noch einmal fressen muss. Kann aber auch sein, dass es jetzt tatsächlich dann geschafft ist und wir endlich unseren Mosasaurier haben. Ist jetzt natürlich kein wahnsinniges Hochlevel, ja. Also mit dem Höhlentrick funktioniert es auf jeden Fall deutlich einfacher auf die Island. Vermutlich geht es auch auf The Center. Da wird es bestimmt auch Höhlen geben, deren Eingang so klein ist, dass zwar ihr reinpasst, aber der Mosa eben nicht. Und dann könnt ihr einfach wunderbar in dieser Höhle sein und immer von drinnen nach draußen schießen und der erreicht euch einfach nicht. Am besten ihr schwimmt dann mit einem Ichti oder mit einem Hai rein. Ey, der ist bei 100% und man hat ihn nicht. Ist es? Also... wirklich. Das ist das so gemein. Das gibt's ja wohl nicht. Tja, guckt euch das an. 100% und er ist nicht gezähmt. Schweine. Naja. Ja, das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Also, ihr sitzt eben in der Höhle. Ihr schwimmt mit dem Ichti oder mit dem Hai da rein. Ich weiß nicht, vielleicht passen auch die Basilos rein. Die sind ja jetzt auch eher schlank. Und lockt eben ein Mosa da vorher hin, verschwindet schnell in der Höhle. Und dann müsst ihr natürlich trotzdem euer Tier irgendwie auf Passiv pfeifen, weil es kann schon mal sein, dass der euch da trotzdem erwischt. Die können schon den Kopf da reinstecken. Und ansonsten schießt ihr einfach die ganze Zeit von drinnen nach draußen. Es kann natürlich sein, dass der dann ab und zu mal abhaut, dann dreht er meistens eine Runde und kommt wieder zurück. Außer wenn er halt wirklich kurz vor der Betäubung steht. Habt ihr ja gesehen, da ist der hier... ah, da ist der hier auch nur noch geflohen. Ulmo. So. Ulmo ist im Herrn der Ringe der Meeresgott. Dann packen wir dem doch mal den Sattel drauf. Nehmen wir mal das hier alles weg. Das braucht er nämlich jetzt nicht mehr. Und
Der ist jetzt auf Folgen, das ist ganz gut. Der ist nämlich schneller als unser, ich habe ihn umbenannt, Neptun heißt er jetzt. Ja, er hieß vorher Poseidon, aber ich hatte ja gesagt, ich benenne alle meine Rechse nach griechischen Göttern. Da kann ich ja jetzt nicht den Basilo nach einem griechischen Gott benennen und deswegen nicht Poseidon, sondern eben Neptun. Das ist die römische Variante. Ist er noch da? Er ist noch da. Hervorragend, hervorragend. So, jetzt schnell, schnell, schnell ab nach Hause mit dem Tier. Möglichst weit weg von allen Elektrophoros. Ich habe da oben nämlich schon einen gesehen. Und ja, das Doofe ist, dadurch, dass sie ja bei uns die Base so ein bisschen zugebaut haben mit Steinen, kommt der Moser da nicht mehr rein. Momentan ist noch der Plesio drin, der kommt aber zum Beispiel nicht mehr raus. Das ist ja ziemlich bescheuert. Ich muss da irgendwann mal umbauen. Weil wir schwimmen erstmal an die Oberfläche und gucken mal, wie weit wir überhaupt sind. Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit weg von der Base. Genau, da vorne, das ist sie doch schon. Schön, schön. Gut, Mosa ist noch da. Den lassen wir dann hier auch gleich mal da vorne an der Bucht liegen und bringen mal den Basilo rein und dann gucken wir uns mal an, was der Mosa so kann. Und ab auf den Ulmo. Da sitzen wir. So sieht das von außen aus. Ja, ihr seht, wie winzig klitzeklein man da auf diesem Sattel ist. Das ist echt ein Riesengerät. So, ne, gucken wir uns das natürlich aus der Ego-Perspektive an, weil wir da einfach unter Wasser mehr sehen. Ne? Weil so sieht es ja sonst so aus. Und jetzt hier kann ich ja auch alles sehen, was dahinter ist. Da würde ich doch sagen, ist hier gerade irgendwie was Elektrisches? Nö. Mal gucken, was hat denn der da für ein Level? 35. Das ist das gleiche, wie wir haben. Ich versuche einfach mal diesen Lids-Ichtes zu bearbeiten. Wir machen was, 155 Schaden, okay. Und der Lids-Ichtes, der macht sehr, sehr selten mal Schaden, ja. Der beißt halt dann so einmal zu und dann hat sich's aber auch erstmal wieder für eine Weile. Ich gucke mir das trotzdem mal von außen an, weil ich will sehen, ob wir auch permanent Schaden machen. Jetzt hat er einmal gebissen und jetzt gibt er halt wieder Ruhe. Und wir können die ganze Zeit hier schön auf ihn einkauen. Dann beißt er wieder irgendwann, dann gibt er halt wieder Ruhe. Und er selber macht 57 Schaden. Naja, man sieht ja noch nicht mal was. Kein Problem. So. Ja, nachdem wir hier irgendwie ein halbes Jahrtausend draufgebissen haben, ist er jetzt so gut wie tot. Wir werden ja gleich sehen, was wir bekommen. Ich glaube, man kriegt nur Fischfilet. Nur Fischfilet von den Viechern und ja, so ein bisschen, naja, so ein bisschen Mist. Wir haben jetzt auch ein Level-Up, wahrscheinlich sogar mehrere. Ich kann mir vorstellen, dass Lidsichtes eine ganze Menge Zeug gibt. Ganze Menge Erfahrungspunkte. So. Und ja, wollen wir uns dann gleich mal angucken. Der hat bestimmt keine Animation beim Level-Up. Ja, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Jetzt werde ich mal versuchen, den hier irgendwo abzulegen. Auf neutral zu. Komme ich noch höher? Oh, schade. Schade. Doch, oder? Quetsch, quetsch. Nee. Schade. Komme ich nicht. Hoppla. Du gehst mal auf neutral. Und wir gucken uns das mal an. Also, wir geben dem auf jeden Fall was auf Nahkampfschaden. 2, 3, 4. Okay, 4 Level up. Hätte man gar nicht zählen müssen. Steht ja jetzt immer da oben. Und. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das brauchen wir nicht, das nehmen wir mit. Die Bären braucht er natürlich auch nicht. So, dann würde ich doch sagen, gucken wir uns doch die Sache nochmal hier in K. Oh, oh, hoppla. Ja, mein Atemgerät ist kaputt. So, dann würde ich doch sagen, dass das an dieser Stelle schon wieder gewesen ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir sehr gerne ein Like da lassen oder den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Tame it Solo. Bis dann. Ciao, ciao.